Hallo zusammen und willkommen. Auch wenn wir sie vielleicht meistens nicht beachten, haben wir sie dennoch alle. Gemeint sind unsere Nieren. Dabei sind diese wahre Multitalente. Sie filtern unser Blut bis zu 300 Mal täglich. Dies ist eine gigantische Leistung, für die wir unseren Nieren gar nicht wirklich danken. Die Gesundheit der Niere ist wichtig. Eine regelmäßige Reinigung kann das Leben retten, denn auch wenn sich unsere Leber relativ schnell regenerieren kann, haben die Nieren größere Probleme dabei. Schäden, die bereits entstanden sind, können meist nur sehr selten wieder vollkommen behoben werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, vorzubeugen. Doch auch wenn es bereits Schäden gibt, kann man diese bis zu einem gewissen Maß wieder regenerieren. Eine Nierenreinigung ist daher die beste Idee, um die Nieren bei ihrer Regeneration zu unterstützen. Kommen wir nun zu ein paar Fakten zu den Nieren. Im Griechischen nennt man die Niere Nephros. In der Medizin gibt es einen speziellen Fachbereich, der sich mit ihr beschäftigt. Die Nephrologie. Wahrscheinlich hast du noch nie davon gehört, das spielt aber auch keine wirkliche Rolle. Eine gesunde Niere ist rund 9 bis 12 cm lang und rund 4 bis 6 cm breit. Die Nieren wiegen zusammen nicht mehr als 300 Gramm. Ihre Oberfläche ist übrigens glatt. Es sind die Harnleiter, die sie mit der Blase verbinden. Urin wird zuerst in unseren Nieren gebildet und fließt schlussendlich über die Blase ab. Soweit die Theorie. Jetzt fragst du dich vielleicht, welche Aufgaben die Nieren eigentlich haben. Die Nieren haben zahlreiche Aufgaben, die besonders wichtig für den menschlichen Körper sind. Zum einen entgiften sie den Körper. Sie reinigen das Blut von Giftstoffen, indem wir diese durch den Urin ausscheiden. Diese Giftstoffe entstehen meist während des Stoffwechsels. Zum anderen regulieren die Nieren den Flüssigkeitshaushalt im Körper. Würde es diese Regulation nicht geben, hätten wir alle mit Wassereinlagerungen, Ödem und schlussendlich Atemnot zu tun. Wir können unseren Nieren also wirklich dankbar sein. Eine Nierenreinigung ist wirklich wichtig. Man könnte fast schon sagen, sie sei unerlässlich in unserer heutigen Zeit. Die Nieren erfüllen so viele wichtige Aufgaben und Funktionen in unserem Organismus, dass wir auf sie nicht verzichten können. Auch du nicht. Die Ausleitung von Giften ist besonders wichtig. Zusammen mit der Leber und auch dem Darm sind die Nieren eines der wichtigsten Organe für diese Ausleitung. Wenn die Nieren nicht richtig funktionieren, lagern sich Giftstoffe ein. Schlussendlich kommt es zu einer langsamen Selbstvergiftung. Diese kann sich in unterschiedlichen Beschwerden zeigen. Eine Nierenreinigung beugt eventuell Nierenschäden vor. Dadurch, dass sich unsere Nieren nicht so gut regenerieren können, wie unsere Leber beispielsweise es kann, kommt es oftmals zu Organschäden, die sich nicht mehr reparieren lassen. Dies ist auch ein Grund, warum es mehr Menschen gibt, die eine neue Niere benötigen als eine Leber. Wenn du jedoch eine regelmäßige Nierenreinigung vornimmst, kannst du diesem Problem sehr gut vorbeugen. Schlussendlich kannst du dadurch schweren Krankheiten entgehen. Die Reinigung ist zwar gut, sollte jedoch dennoch stets in einer Kombination mit einem gesunden Lebensstil und einer ausgewogenen, gesunden Ernährung erfolgen. Es kann übrigens viele unterschiedliche Ursachen für Probleme mit der Niere geben. Einige Punkte sind beispielsweise Diabetes, chronischer Bluthochdruck, eine ungesunde Ernährung, das zu wenige Trinken von Wasser oder auch Übergewicht. Ein wichtiger Punkt ist, dass man geschwächte Nieren leider nicht spürt. So kann es durchaus möglich sein, dass gewisse Störungen eine sehr lange Zeit unbemerkt bleiben und du gar nicht weißt, dass du Nierenprobleme hast. Meist erleben die Menschen, die von solch einer Störung betroffen sind, eher allgemeine Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen und ähnliches. Erst durch die Nierenwerte kann der Arzt feststellen, ob es in diesem Bereich ein Problem gibt. Du fragst dich jetzt sicher, was ist eigentlich das Ziel einer Nierenreinigung? Zum einen werden die Nieren durchgespült, dadurch können sie wieder besser ihre Entgiftungsfunktion aufnehmen. Bereits eingelagerte Nierensteine können leichter ausgeschieden werden. Bestehende Nierensteine können unter Umständen sogar aufgelöst werden. Die Nieren werden durch die Reinigung also entlastet und können danach wieder besser funktionieren und sich selbst auch wieder besser regenerieren. Und wenn man so darüber nachdenkt, was die Niere alles für uns tut, ist es sicher nicht zu viel verlangt, ihr ein klein wenig zu helfen. Unterschiedliche Maßnahmen sollten also vollzogen werden, damit es zu einer Reinigung kommt. Nummer 1: Wasser trinken. Eine der wichtigsten Dinge, die man für seine Nieren tun kann, ist es ausreichend zu trinken. Du wirst diesen Satz sicher kennen, doch er ist wirklich wahr. Trinke ausreichend Wasser, damit du deine Nieren entlasten kannst und somit pflegst. Wenn du ausreichend Wasser zu dir nimmst, kannst du der Nierensteinbildung entgegenwirken. Auch vor dem Schlafengehen sollte es ein großes Glas Wasser sein, auch wenn du dann eventuell in der Nacht auf die Toilette musst. Nummer 2: Zitronenwasser.
Auch Zitronenwasser kann Nierensteine auflösen. Trinke daher jeden Tag ein Glas reines Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone. Drittens, meide Alkohol. Alkohol solltest du meiden, denn dieser stimuliert deine körpereigene Bildung von Harnsäure. Diese wiederum hemmt die Ausscheidung. Alkohol wirkt sich generell auf die Gesundheit negativ aus. Wer jedoch eine Nierenreinigung vornehmen möchte, sollte vollkommen auf diesen verzichten. Viertens, Kräuter für die Niere. Unterschiedliche Kräuter können auch eine besonders heilsame Wirkung auf die Nieren haben. Besonders gut wirken sie als Tee. Dazu gehören zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn, Schachtelhalm, Goldrute, Beerentraube, Wacholderbeeren oder Birkenblätter und Hafertee. Kommen wir nun zu einem guten Rezept für einen Nierentee. Ein Nierentee muss desinfizieren, entgiften, gut durchspülen und den Reiz lindern. Die Nierenfunktion soll durch den Tee wieder angeregt werden. Du benötigst 20 Gramm Birkenblätter, 15 Gramm Brennnesselblätter, 15 Gramm Kamillenblüten, 25 Gramm Schachtelhalm, 20 Gramm Katzenbart und 20 Gramm Beerentraubenblätter. Die Mischung wird mit 150 ml heißem Wasser übergossen und für rund 30 Minuten abgedeckt. Danach kannst du den Tee genießen. Auch eine Darmreinigung tut den Nieren gut, denn wenn der Darm überlastet ist, können unterschiedliche Stoffe auch in die Blutbahn gelangen. Die Nieren filtern schädliche Stoffe aus dem Blut. Je mehr sie filtern muss, desto mehr sind auch die Nieren belastet. Ein gesunder Darm ist daher eine gute Voraussetzung für gesunde Nieren. Was hat es mit dem Thema Shankarapitra auf sich? Shankarapitra bedeutet Steinbrecher in der spanischen Sprache. Dabei handelt es sich um einen kleinen Strauch, der weltweit in tropischen Regionen wie Peru oder Brasilien wächst. Auch in Indien findet man ihn. Dieser wird für die ayurvedische Therapie verwendet. Der Steinbrecher kann innerhalb von wenigen Tagen Blasen und Nierensteine auflösen. Jedenfalls sagt man ihm das nach. Man konsumiert diesen entweder als Tee oder in Form von Kapseln. Auch eine Reinigung mit Natron soll Erfolg versprechen. Schon lange gilt Natron als echter Geheimtipp, wenn es um zahlreiche Beschwerden geht. Auch bei einer Nierenreinigung kann Natron helfen. Das Natron wirkt wie ein natürlicher Elektrolyt, der dafür sorgt, dass sich dein Säurebasenhaushalt wieder reguliert. Sehr viele Nierenprobleme kommen aufgrund einer Übersäuerung des Körpers vor. Dadurch wird die Funktion der Niere ebenfalls beeinträchtigt. In diesem Fall sorgt Natron dafür, dass das optimale Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Eine Übersäuerung wird somit vermieden. Zudem kann man durch Natron auch Nierensteinen vorbeugen. Du solltest also dreimal die Woche ein Glas Wasser zu dir nehmen, indem du einen Teelöffel Natron auflöst. Dies gilt als echter Geheimtipp und dennoch solltest du es nicht übertreiben und das Natron nur für eine kurze Zeit, während du deine Nieren reinigen möchtest, zu dir nehmen. Das A und O ist eine gesunde Ernährung für deine Nieren. Natürlich ist auch bei den Nieren eine gesunde Ernährung sehr wichtig und spielt daher eine große Rolle. Jede Reinigung kann nur im Zusammenhang mit einer gesunden Ernährung passieren. Ganz egal, ob es sich dabei um eine Darmreinigung, eine Nierenreinigung oder eine Reinigung der Leber handelt. Die Ernährung kann sehr viel dazu beitragen, um unsere Organe gesund zu halten. Eine gesunde Ernährung führt außerdem dazu, dass du Übergewicht abbauen kannst. Übergewicht wiederum gilt als besonders großer Risikofaktor für viele chronische Erkrankungen, egal um welche Art es sich dabei handelt. Spezielle Lebensmittel, die die Nieren gesund halten können, sind beispielsweise Spargel, Petersilie, Vollwertreis, Selleriesaft, grüne Smoothies, Kresse sowie Zwiebeln. Diese Lebensmittel fördern die Urinausscheidung und können somit einer eventuellen Steinbildung entgegenwirken. Auch bei kleineren Steinen, die bereits vorhanden sind, können sie sehr gut helfen. Zudem solltest du zweimal täglich einige Gramm Kürbiskerne zu dir nehmen, denn dies hilft, den Harntrakt gesund zu halten. Auch bei Prostatabeschwerden können die Kerne übrigens helfen. Verzichte unbedingt auf Zucker. Auch ein Konsum von zu viel Zucker erhöht die Bildung von möglichen Steinen. Aus diesem Grund sollte man aus Rücksicht auf die Nieren lieber weniger oder gar keinen Zucker zu sich nehmen. Der Verzehr von Zucker kann zu Nierenproblemen führen. Zudem ist Zucker auch für eine Vielzahl anderer Krankheiten verantwortlich. Besonders gefährlich sind übrigens Softdrinks, die mit Zucker gesüßt sind, denn diese wirken sich besonders negativ auf die Nieren aus. Am besten wäre es also, du vermeidest Zucker so gut es nur geht. Auch deinen Salzkonsum solltest du überwachen. Ein wenig Salz benötigen wir alle, doch du solltest es nicht übertreiben. Eine gesunde Ernährung, die naturbelassen ist, kommt mit weniger Salz aus. Dies bedeutet, dass du am besten auf Fertigprodukte verzichtest, denn diese sind in der Regel stark gesalzen.
Hier nun unser Fazit. Wer auf seine Nieren achten möchte, sollte vor allem auf eine gesunde Ernährung achten, die wenig Zucker und nicht zu viel Salz beinhaltet. Wichtig ist, dass die Ernährung ausgewogen ist. Auch bestimmte Lebensmittel solltest du zu dir nehmen, die dafür sorgen, dass es auch deinen Nieren gut geht. Durch eine Reinigung der Nieren und des Darms kannst du außerdem dafür sorgen, dass sich die Nieren regenerieren und von Stein befreien können. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.